Hallo und herzlich willkommen zurück beim Let's Play Together Civilization 5. Heute wieder mit dabei der liebe Delfino. Hallo Delfino. Hallo. Ja, wir sind immer noch in der ersten Aufnahmesession, weil das Spiel suchtet einfach mal brutal, sage ich mal. Und haben uns ja quasi jetzt quasi in der Pause dafür entschieden, dass wir die Folgen auf 20 Minuten verlängern. Und ja, machen jetzt einfach mal so weiter und hoffen, dass wir die Weltherrschaft an uns reißen. Genau, ja. Also 20 Minuten. Da kriegen wir einfach mehr weiter, weil wir haben gemerkt, bei 15 Minuten, wenn man dazwischen ein bisschen quatscht und dann nicht immer gleich auf Rundenende drückt, so wie jetzt gerade, ich drück mal, dann sind 5 Ich Minuten drück auch weg, mal. wir haben nichts getan und haben dann nur noch 10 Minuten quasi, um dann noch irgendwas weiterzubringen. Aber bei 20 Minuten, es tut sich mehr, wir haben nicht so den riesen Stress. Und ihr da draußen, ihr seht einfach auch ein bisschen mehr. Das ist mehr wie 3, 4, 5 Runden vielleicht mal. Richtig, speziell später, wenn man mehrere Städte hat, dann sind 15 Minuten. Das reicht gerade mal, um alle Städte mal durchzuklicken, was sie produzieren wollen. Da passiert bei 20 einfach mehr. Beziehungsweise, wenn man mal nicht auf die Uhr schauen kann, es auch mal 25 sein. Und ihr seht es einfach mehr von uns. Jo. Oh, richtig. Gut. So. Ja, wir haben ja vorher über YouTube und so geredet, Werbung, Videos. Stimmt, das war in der Aufnahmepause. Da sind wir so ein bisschen ins Quatschen gekommen. Und genau, und war eben auch so Überlegung, quasi auch so im Let's Play vielleicht so gewisse Themen anzusprechen. Würde sich ja auch nebenbei anbieten, wenn gerade nicht so viel Spannendes passiert. Richtig, ich meine, wir haben kurz das Thema Livestreams angesprochen, gerade jetzt in Bezug bei Genau, dir. dass wir beide, genau, wir sind ja beide interessiert, das mal zu machen, haben aber noch nicht Ja, auf das jeden Fall. komplette Hintergrundwissen, welche Programme, Einstellungen und so weiter, was bräuchte man alles dafür? Und vor allen Dingen, wo wir es machen wollen. Ich meine, Twitch ist natürlich der größte Anbieter. Mittlerweile hat YouTube ja nachgezogen und dann sind das so Sachen. Ja, Genau, YouTube hat ne? nachgezogen und dann gibt es noch einen österreichischen Anbieter, fällt mir gerade der Name nicht ein. Eben, AVC. was ich gelesen habe, wo dort die Vorteile sind, weil bei Twitch musst du halt mittlerweile sehr schon aufpassen wegen Werbung und allem möglichen Zeugs. Ja. Und der österreichische Anbieter, weil in Österreich die Gesetze anders sind, oder nimmt das teilweise auch nicht so genau. Das hast du jetzt gesagt. Ich habe mich mal zurückgehalten. Das habe ich letztens erst gelesen in einer Diskussion, nämlich in einem Forum, wo viele umgestiegen sind, weil sie gemeint haben, sie haben da weniger Probleme, auch was Lizenzsachen betrifft und so. Weil es dir bei Twitch schon Ja. mal passieren kann, du hast irgendeine Musik laufen und in der Aufzeichnung vom Stream fehlt dir dann eine halbe Stunde, der Ton ist weg. Weil da einfach alles irgendwie stumm geschalten wird. Oder sie sperren ja Ja, gleich das ganze Video. Und sprich jetzt mit den Musik so neuen wie. Kleidungsvorschriften. Das andere hast du ja auch schon gelesen Ja, mit den neuen Kleidungsvorschriften. ja. Ja, Kleidungsvorschriften hier, Man nichts muss mehr seriös halbnackt und. gekleidet Oh. sein jetzt. Genau. Ja, also, wenn mich hier jemand sehen könnte, dann würden die sehen, ich habe quasi noch mein Arbeits-T-Shirt an, einfach weil ich von der Arbeit direkt zum Aufnehmen gekommen bin. Und das hat nichts mehr mit seriöser Kleidung zu tun. Und wenn ich deswegen nicht livestreamen könnte, das ist ja nur ein Witz. Ja, eh. Und das, genau. Das wäre dann vielleicht auch versteckte Werbung gleich, oder? Wenn sie dich in deiner Arbeitskleidung Ja. sehen. Ist das Werbung? Ich weiß nicht. Beeinflussung Der der jungen Arbeitge Zuschauer. der, der, das ist die Frage, ob der Arbeitgeber so, ja, also er könnte, die Werbung könnte er quasi gebrauchen, aber ob es wirken will, ist die Frage. Ja. So, nachdem meine Berater alle schreien, ich soll ein Weltwunder bauen, habe ich mich dazu entschlossen, ich probiere es mal. Drei meiner vier Berater sagen, ich soll die große Bibliothek bauen.
Ja, dann hau doch mal rein, ne? Ja, richtig, dann nehmen wir das mal in Angriff. Dauert zwar 17 Runden, wird wahrscheinlich eh nie fertig, aber ich probiere es trotzdem. Rio de Janeiro wird angegriffen. Tja, Pech gehabt, würde ich sagen. Zu viele Barbaren derzeit einfach, die da durch die Gegend laufen. Aber wo ist denn Das Rio de kann man nicht Janeiro? anders Nee, sagen. das ist zu weit weg. Da habe ich gar kein Interesse, das zu verteidigen oder das, ja, Interessiert zu dich nicht. beschützen. Nee, ist Rio, ne? Ist schön anzugucken, so Samba Stimmt. und so, aber. Das stimmt, aber die ganzen Mafiosis. In Brasilien. Oh, jetzt habe ich gerade mein Mikro, glaube ich, ein bisschen angestupst. Angestupst. Stupsen ist ein Also tolles Wort. bei Ich mir war muss. jetzt nichts zu hören eigentlich. Also war nicht Okay, schlimm alles wirklich. klar. Glück gehabt. Na, ich schrei schon, wenn ich nichts mehr höre. Ich habe gerade wieder einen Ah, Ladebildschirm. tut er gerade. Ja, habe ich auch. Das heißt, er tut gerade wieder Okay. im Hintergrund wieder synchronisieren. Ist nichts Schlimmes, das kenne ich vom Multiplayer, das passiert manchmal. Ja, ihr seht jetzt hier den Herrn Bismarck. Jeder, der ein bisschen in Genau. Geschichte versiert ist, kennt den natürlich. Genau, und bei mir war die Maria Theresia zu sehen. Die kennt sicher auch jeder. Was für eine Frage, ne? Also, mal ernsthaft. Richtig. So, neue Forschung, mein Freund. Oh, sind wir schon wieder so weit? Also, sind wir schon wieder so weit. Also, so. Ich würde vorschlagen, sollte ich Ihnen vorschlagen, Bauwesen. Kriegen wir Kompositbogenschützen und Kolosseum kann man bauen und Sägewerke. Ja, dann ist ausgewählt. Politik. Nehmen wir die Berufsarmee. Würde ich sagen, 33% weniger Kosten ist natürlich Ja, genau für die massiv. Beförderung. Das ist gut, wenn du das aufwerten willst. Das ist sehr, 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 sehr gut. Oh, jetzt nicht sterben, lieber Delfino, nicht sterben. Nein, das war nur ein Zwischenhuster. Nach der Folge werde ich mal was Und zum Trinken holen. Interessiert zwar keinen der Zuschauer, ich sag's trotzdem. dann weiß ich schon mal Bescheid. Ich trinke dreisterweise während der Aufnahme. Ich hoffe, ihr hört das nicht immer zu oft. Mir ist der Kaffee. Ich habe keinen Kaffee mehr und auch kein Wasser. Muss wieder Also, wenn ich jetzt nachfüllen einen gehen. Kaffee trinken würde, für die Zuschauer, mittlerweile ist es 10:30. Wenn Halb ich so jetzt einen schlimm. Kaffee trinken würde, würde ich quasi um 2, 3:30 Uhr wieder aufstehen. Um ungefähr. Und hätte dann einen ziemlich anstrengenden Tag vor mir. Ja, naja. Aber da gibt's Dann. halt, das ist halt auch Gewöhnungssache, ne? Richtig, genau, ja, da wo du aufstehen würdest, lege ich mich meistens erst schlafen. Tätig den Arbeitstag nicht überstehen. Na gut, ich habe ja quasi keinen notgedrungen. Ich suche quasi immer noch oder halt seit geraumer Zeit nach Arbeit. Ah, das ist schade, dass. Ich hätte gerne quasi etwas, wo ich sage, okay, da muss ich mich jetzt früher schlafen legen, weil ich arbeiten gehen muss. Und deswegen bin ich meistens länger auf, nutze es zum Aufnehmen, YouTube-Videos schauen, haben wir ja vorher auch geredet. Ja, Wir schauen genau. mehr YouTube, als dass wir Fernsehen schauen. Richtig, das ist ganz, ganz komisch. Ah, gut. Ah, ja, YouTube ist irgendwie auch das neue Fernsehen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen Weil, genau, weil aus dem Konzept kommen. nee, ich hab gerade einen Bautrupp in Richtung Hamburg losgeschickt und der ist auf einmal weg. Aber Ja, nix, aber der ist nicht, weg. dass er vom Baban gekidnappt wurde. Menno. Wo sind die? Irgendwas ist passiert. Hattest du mehrere Bautrupps? Ich hatte einen in Berlin und einen Ich zweiten sehe bei dir produziert und einen den wollte ich Bautrupp, jetzt der noch. ist oben. Ja, genau. Und ich habe dann einen zweiten losgeschickt Richtung Hamburg.
Also ich sehe Ja. hier keinen. Das ist doch Mist. Naja, Bist du gut, Pech sicher, dass du gehabt. zwei hattest? Ja, ich habe extra einen produziert für Hamburg quasi. Die Barbaren kommen zurück. Die bösen, fiesen Barbaren. Sollte wirklich mal das Lager besuchen gehen. Bei Zeiten. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist der Bautrupp hier weg, der Siedlertrupp. Und ich wollte doch gerade das Stonehenge bauen, Mann. Mann. Siedler, sag ich, Bautrupp. Ja, genau, Bautrupp. Das ist doch scheiße. Entschuldigung, darf man das bei YouTube sagen? Ja. Also auf Okay. unserem Kanal schon. Ja, es stimmt, ist ja, ab 14 würde ich sagen, oder? Ab Quasi. 14 ist ganz gut. Da darf man schon mal Naja, Scheiße sagen. Minimum. Richtig. Ich meine, wenn so Sachen bei den Simpsons gesagt wird, dann dürfen wir es auch sagen. Ja, gut, ich meine, das, was heute im Fernsehen oder in der Kultur stattfindet, das ist ja. Ich glaube, dafür hätte ich, als ich klein war, hätte ich damals eine Woche Hausarrest mindestens für bekommen und ordentlichen Arsch voll. Ja, ich kann gerade nicht so viel machen. Ist für die Zuschauer vielleicht ein bisschen blöd. Ich möchte jetzt einfach gerade das Stonehenge durchlaufen lassen, weil das nur 7 Runden braucht und Ich dann vermöbel baue ich nochmal Barbaren einen gerade. Bautrupp und schicke den nochmal nach Hamburg. Am besten mit Begleitung. Damit er nicht wieder verschwindet. Ja, der Witz ist So, ja, da ist was nur machen ein wir leeres Feld jetzt? dazwischen. Das ist komisch, ne? Habe ich die irgendwo hingeschickt oder irgendeinen, ja, wahrscheinlich einen schlechten Das ist Befehl wirklich die gegeben oder Frage, was da irgendwas? passiert ist. Aber Da hinten. Macht denn das wurde da ein hinten? Barbarenlager entdeckt. Ja, das ist so ein bisschen Oh, südwestlich von da. Berlin. Ah, das ist halt die ganzen Gegenden, die wir erkundet haben und Ja. nicht besiedelt sind. Da kommen uns dann die Barbaren. So. Gut, die können sich mal ausrasten. Die schicken auch Holzhacken. Oh, langsam ist Wien ein bisschen besser abgesichert. Kornspeicher wird von Salzburg Okay. in 41 Runden produziert. Ja, die haben Das ist gerade nicht ja so. bitter. Die müssen erst ein bisschen Net so wachsen. Bock. Nee. Die haben gerade nicht so Lust. Nicht unbedingt, nö. So, alles Die klar. müssen Direkt erst den nächsten wachsen. reinhauen. Ja. Ah, Salzburg ist gerade gewachsen. Jetzt brauchen sie. Na gut, hat sich nichts geändert. Werde ich auch mal die So. Verwaltung ändern auf Produktion. Wie lange brauchen sie Oh, jetzt? schau. Auf einmal noch 14 Runden braucht er für einen Kornspeicher. Das ist Genau, sie natürlich, wachsen aber immer noch. Dafür brauchen ja. sie jetzt 32 Runden zum Wachsen. Aber wenn der Kornspeicher steht, kriegen sie eh wieder Nahrung. Das kann man schon in Kauf nehmen. Ja. Und zu schnell wachsen sollen sie eh nicht, weil sonst sind sie wieder sauer wegen der Überbevölkerung. So, neue Forschung, mein Freund. Haben wir es wieder geschafft? Genau, wir haben Bauwesen, Ne? haben wir ja. Huch, was braucht man denn? Oder was sollte man forschen?
Also beratermäßig Optik, Reiterei und Mathematik. Bei mir die gleichen. Ich wäre fast sogar für die Optik. Und dann können wir auch Einheiten einwassern und so. Ja. Und wir können auch den Also. Leuchtturm bauen. Der bringt Nahrung und auch, keine Ahnung, falls noch keiner baut hat, großen Leuchtturm, alles bringt was. An 6 Runden, das ist jetzt ja nichts. So. 3 Runden. Viel Geld haben wir denn noch? 95, ja, dann kaufen wir uns da noch den Wald. Um den Wunderbauer zu beschleunigen, kaufe ich jetzt gerade immer Waldgebiet in Wien dazu und tue es dann abholzen. Okay. Das bringt jedes Mal immer ein paar Runden, wo man schneller fertig ist. Nicht, dass dann irgendwer auf die Idee kommt und mir das wegschnappt. Das Wunder, da wäre ich sauer. Was baust du gerade? Große Bibliothek. Ah, okay, weil ich baue Stonehenge und habe noch 2 Runden. Ich auch 2 Runden. Ja, genau. Und dann Wenn wäre es ich auch ein bisschen durchgeht, stinkig. hätten wir 2 neue Wunder. Ja. Das bringt auch wieder Punkte. Rio de Janeiro, ich habe keine Kontrolle mehr. Oh, so diese Frechdachse. Na gut, die sind eh so weit weg eigentlich. Aber Wenn man wobei, schaut, Rio wo de die sind. Janeiro war doch bei mir hier, ne? Da oben Ja, irgendwo? Ja, es genau, ist da gar oben. eben, das ist viel zu weit. Mich interessieren eher meine Nachbarn, dass ich mich mit denen gut stelle und sie irgendwann dann quasi friedlich annektiere durch eine Heirat. Friedlich annektieren, das ist sehr nett ausgedrückt. Also, sie werden ja quasi eingegliedert. Ah, da schau hin. Stonehenge haben wir gebaut. Und die große Bibliothek ist auch fertig. Ja, 2 Wunder, also. Wir Boah. sind gut, oder? Ja, ich verstehe die Frage nicht. Wir Ne? sind die Besten. Also. Ja, So. also, das war ja ganz klare Aussage. Richtig. Also, ich meine, sag doch die Statistik jetzt. Wir sind davongezogen ein bisschen. Ja, so ein Wie sagt bisschen, die ja. anderen? Ah ja, und ich kann jetzt eine Gratis-Technologie uns holen durch die große Bibliothek. Und ich nehme Tatsache. die teuerste Eisenverarbeitung. Würde normal 20 Runden Forschung brauchen. Klick. Ja, jetzt ist sie weg. Jetzt müssen wir überlegen, was soll ich nehmen? Ich habe, glaube ich, auch eine Gratis. Oder? Habe ich eine Gratis? Oder? Nee, ich habe keine Gratis. Was habe ich denn Das kann man gekriegt? quasi nur einmal. Aber wir wissen jetzt, wo das Eisen rumliegt und könnten dann auch schon Schwertkämpfer bauen. Und ich sehe von Wien gar nicht so weit weg, da liegt Eisen in der Gegend rum. Muss gerade mal schauen. Stein. Das ist quasi mit dem Amboss-Symbol. Ah, okay. Und auch in der Wüste, da liegen auch immer wieder so Eisendinger. Eisen, ja. Ist gesehen. Rotterdam, da ist nix bei dir. Ich schaue auch gerade bei dir. Okay, du hast jetzt gerade Ah, nicht nee. unbedingt Eisen in der Nähe. Ah, doch, ein bisschen Außer vielleicht, außer irgendwo nordwestlich. da in dieser nicht sichtbar. Nee, nee, ich habe Ah ja, da nordwestlich. Da hinten, ist genau, wo die Kühe Wald, und wo der genau, Fluss dann und ist. Färbemittel. Genau. Ja gut, könnte man im Auge behalten. Weil Eisen ist Jo. auch eine Ressource, die kann man gut brauchen. Na gut, machen wir die nächste Runde. Der Blauzahn hat die Zeusstatue gebaut.
Das hat jetzt auch wieder ein bisschen nach vorne geworfen. Aber oft sind es ja wirklich nur so Kleinigkeiten. Man macht irgendwas und schupp, Ja, schießt man nach genau. oben. So. Nächste Runde quasi die Forschung wieder durch. Das geht ja hier rucki zucki. Mittlerweile ja. Ah, genau, jetzt hole ich mal meinen Bautrupp da runter. Mittlerweile glaube ich, werde ich das Straßenbauprojekt in Angriff nehmen und eine Straße nach Salzburg bauen. Ja, wenn Der ich mir dann kann die da Verbindung zwischen Hamburg und eigentlich. Berlin leisten kann, kommt das dann auch dazu. So. Und sobald ich Eisen angeschlossen habe, dann kann er dann mit dem Eisen kann man euch auch unsere Krieger dann auch aufwerten Ja. zu Schwertkämpfern, Na, sobald halt wir Stopp. Eisen haben. So. Forschung, was nehmen wir denn? Ich sehe jetzt erst gerade, ja, Wien hat ja mehrere Eisenvorkommen in der Nähe. Rund um Wien herum gibt es vier Eisenvorkommen. Oh ja, ich sehe es Ist auch ja gerade. spitzenmäßig. Es rentiert sich. Brauchen wir gleich noch einen Bautrupp. Ja, also ich habe zwei Ah ja, Berater, was die mir die forscht man? Mathematik empfehlen werden. Meine wollen Mathematik, Reiterei und beziehungsweise Drama und Dichtung. Ja, wie gesagt, bei mir geht nur Mathematik und drei Berater. Mathematik wäre eh nicht so schlecht, weil es führt dann zur Währung, wo man dann Marktplätze bauen kann. Also ich wäre für Mathematik. Habe ich auch gewählt. So, ich wäre mit Ja. meiner Runde quasi schon wieder durch und wir sind mit der Folge auch quasi schon wieder durch. Wir sind bei 21 Minuten. Ah, ich sehe es. Ich sehe es. Ja, Ist, und glaube ich, bevor eher wir eine die gute Runde Stelle, um beenden, wieder Folgen ne? enden zu machen. Genau. Ja. Oh, haben wir eh wieder einiges weitergebracht, Weltwunder gebaut. War eh Ja, ich habe sehr demnächst noch produktive einen und Bautrupp. erfolgreiche Aufnahme. Folge, ja. Ja. Das heißt, als nächstes steht bei mir dann der Ausbau von Salzburg an, Straßenverbindung und das Eisen anschließen in Wien. Quasi Radius erweitern und die Eisenvorkommen holen. Ja. Ja, ich Da werde haben wir eh schauen, ich noch werde noch ein einiges zu bisschen Truppen tun. ausbilden. Eventuell Hamburg und Berlin flächenmäßig verbinden und schauen, was da geht. Und ja, dann gucken wir mal, was da die nächste Folge so alles passiert, ne? Genau. Okay. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid alle wieder dabei in der nächsten Folge. Und wir sehen uns wieder. Tschüss. Tschüssi!